Also ganz herzlich willkommen. Wir stehen hier quasi am Beginn der zukünftigen Pantera-Welt bei uns, dem neuen Lebensraum im Entwicklungsplan 2050. Es ist ein idealer Zeitpunkt, dass wir uns mal gemeinsam den Bereich angucken, aus dem jetzt in den nächsten 2 Jahren Pantera entstehen soll. Was ihr gerade gesehen habt, das war eine der selbstgegrabenen Wolfshöhlen, weil wir sind hier auf der ehemaligen Wolfsanlage. Die Wölfe sind erfolgreich in den Tierpark Biel umgezogen und das wird nachher eine der zukünftigen Teilanlagen von Pantera. Einer der zentralen Elemente von dem neuen Lebensraum ist ja, dass wir da nachher verschiedene Anlagen haben für unsere Schneeleoparden, für unsere Löwen und für unsere Tiger und alle Anlagen nutzen können. Dass es also dann nicht mehr die eine Anlage für eine Tierart gibt, sondern alle können immer auf den unterschiedlichen Anlagen sein. Und wenn man sich hier umschaut, dann sieht man auch, wir sind ja hier im Hang am Zürichberg, das ist ganz steil. Das ist also auch von der Gestaltung her nachher auf der einen Seite total spannend für die Tiere. Die müssen halt auch ganz viele Höhenmeter überwinden. Und auf der anderen Seite gestalterisch eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass dann dieser Lebensraum auch dann so bleibt, wie wir uns das vorstellen. Da sind dann auch nachher die Tierpflegerinnen und Tierpfleger unglaublich gefordert. Ihr seht hinter mir so einen kleinen Bachlauf mit so einem kleinen Wasserteil, der damals für die Wölfe vollkommen ausgereicht hat. Aber jetzt zukünftig in Pantera können natürlich auch zum Beispiel die Tiger hier ihre Zeit verbringen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir denen auch einen vernünftigen Badebereich zur Verfügung stellen. Deswegen wird in diesem Bereich das nochmal richtig ausgebaut. Da kommt ein schöner Teich hin, unter anderem dann halt, wie gesagt, für die Tiger. Und hinter mir ist dann auch der Punkt, wo eine dieser Brücken ansetzen wird, wo dann die Katzen über die Köpfe von unseren Gästen, über den Besucherweg hinweg, von dem einen Anlagenteil in den anderen wechseln können. Wir befinden uns jetzt hier quasi auf der anderen Seite von der kleinen Voliere, die diejenigen von euch, die regelmäßig bei uns sind, gut kennen. Wie gesagt, da waren früher die Papageien zum Beispiel drin und die Streifenhörnchen, die sind jetzt weg. Das wird alles abgerissen. Das ist dann zum einen, um die Anlage noch etwas vergrößern zu können und weil wir dort dann einen zweiten Einblick schaffen wollen mit einer großen, schönen Glasscheibe, wo man quasi direkt in die Anlage gucken kann und dann fast Auge in Auge zukünftig mit den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pantera sein kann. Ein ganz wichtiger Teil von Pantera sind gar nicht die Katzen selbst, sondern ist eine Insektenausstellung. Die wird zukünftig hier im Innenbereich vom Löwenhaus passieren. Und da wird man also mittendrin stehen können zwischen Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von unterschiedlichen Insekten. Die wird man hautnah erleben können. Und da wollen wir natürlich insbesondere bedrohte Insekten halten und auch auf die großen Probleme, die die Insekten haben, in der Natur aufmerksam machen. Hinter mir wird dann in Zukunft so auf ungefähr 4 Meter Höhe so eine Brücke über dem Weg kreuzen. Und das ist dann einer der wichtigen Punkte, wo die Tiere der einzelnen Pantera-Anlagen hin und her wechseln können. Und das wird sicherlich spektakulär sein, wenn wir dann zukünftig hier natürlich nicht in Armdistanz, aber gefühlt ganz nahe Tiger, Schneeleoparden und Löwen hin und her wechseln sehen können. Teamwork makes the dream work. Neben mir steht Franziska Dreier. Die ist bei uns nicht nur die Kuratorin für die Raubtiere und damit quasi Chefin aller Katzen bei uns, sondern natürlich auch Projektleiterin von dem Projekt Pantera und damit auch gesamtverantwortlich hier für all die Bedürfnisse, die unsere Tiere zukünftig haben werden. Und wir gehen jetzt mal gemeinsam zur Schneeleopardenanlage. Sehr gerne. Ja, wir sind jetzt hier auf unserer Schneeleopardenanlage. Leider sind unsere Tiere schon nicht mehr da. Wir werden hier verschiedene Elemente anpassen. Also zum Teil wird es hier neue Bodenstrukturen geben, die es dann auch für Tiger zum Beispiel einfacher macht, ein bisschen drüber zu laufen. Für die Schneeleoparden war das hier kein Problem gewesen. Dann ist natürlich auch die Idee, dass wenn wir schon neue Anlagen machen, möchten wir auch ein bisschen neue Beschäftigungen den Tieren bieten. Und ein grosses Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist eigentlich so eine
ein Slipline, kann man sagen. Also die Idee ist, dass eigentlich ein Seil quer über die Anlage hineinführt, wo wir das Futter dranhängen können und wir dann eigentlich das Futter fahren lassen und die dann eigentlich müssen in Bewegung das Futter sich schnappen. Und ich freue mich unglaublich darauf, diesen Lebensraum, den wir bisher nur irgendwie mit Schneeleoparden kennen, dann auch mal zukünftig hier irgendwie die Löwen und gerade auch die Tiger zu sehen. Das wird bestimmt total spannend. Wir probieren ja auch immer, die Tierhaltung weiterzuentwickeln. Wir wollen immer das Beste natürlich für unsere Tiere. Und gerade wenn man dann etwas neu baut, dann überlegt man sich ja gut, was können wir noch besser machen, was können wir anders machen, was kann man neu ausprobieren, was vielleicht in anderen Zoos so noch nie gemacht wurde. Und eine Sache hier, die finde ich unglaublich spannend, was probiert ihr hier zukünftig in der Tierhaltung? Ja, wir probieren natürlich, unsere Beschäftigungen für Tiere ein bisschen spannend zu machen. Und ich sage jetzt, meistens ist es so, dass wenn man irgendeine Beschäftigung fürs Tier macht, dass es dann auch einen Erfolg gibt. Also das Tier bekommt dann auch das Fleisch oder eben auch jetzt zum Beispiel eine verpackte Kartonschachtel mit verschiedenen Gerüchten drin. Und wir werden mal probieren, dass wir das herbekommen, dass es halt auch mal einen Misserfolg fürs Tier gibt. Also es muss sich anstrengen, es muss sich bewegen. Und vielleicht gibt es dann halt eben gleich mal nichts oder man kann es nicht erreichen. Und das ist eigentlich sehr ähnlich, wie sie in der Natur ist, oder? Weil oftmals, wenn sie auf die Jagd gehen, haben sie einen Misserfolg. Also man sagt, 9 von 10 Mal scheitert es. Und das möchten wir eigentlich ein bisschen in die Idee mitbringen. In Pantera, wie im restlichen Zoo ja auch, wollen wir uns zukünftig noch mehr auf Tierarten konzentrieren, wo wir entweder ein großes Forschungsinteresse haben oder die bedroht sind. Deswegen werden zukünftig bei uns in Pantera dann neben den Insekten die roten Pandas leben, die ja leider bedroht sind in der Natur, aber auch die Löwen, die Tiger und die Schneeleoparden. Und deswegen kommen ja auch die Wölfe nicht wieder, weil die Wölfe global gesehen keine bedrohte Tierart sind. Das heißt, wir fokussieren uns dann hier auf die hochbedrohten Katzenarten. Genau, ja. Und vielfach wird uns auch gefragt, kommen denn unsere Tiere auch wieder zurück, die wir jetzt schon hier hatten, die uns jetzt letzte Woche und diese Woche verloren haben. Und das können wir tatsächlich noch nicht genau sagen, weil das hängt ein bisschen vom EP ab, also vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Die entscheiden nämlich, entscheiden, sozusagen, welche Individuen in welchen Zoos leben und mit welchen Partnern. Also das ist eigentlich so ein bisschen Partnervermittlung. Und da können wir jetzt tatsächlich noch nicht genau sagen, welche Individuen dann wieder bei uns werden leben. Aber eben, wie es Severin schon gesagt hat, ganz sicher der sibirische Tiger, dann werden wir den indischen Löwe wieder bei uns haben und den Schneeleopard. Auf der jetzigen unteren Tigeranlage, hier wird sich gar nicht so viel ändern. Wir haben diesen schönen Wasserteil hinter uns, den die Tiger ja jetzt schon immer gerne zum Schwimmen nutzen. Das kann man durch diese Scheiben, die auch teilweise unter Wasser sind, immer super beobachten. Zukünftig werden wahrscheinlich die Schneeleoparden und die Löwen das jetzt nicht zwingend mehr benutzen. Die sind ja auch so ein bisschen wasserscheu. Wir fangen jetzt Ende August 23 an mit dem Bauen von Pantera. Das ist dann ja hoffentlich im Frühjahr 25 fertig. Und all diese Projekte bei uns, all diese neuen Lebensräume, die können wir nur finanzieren, weil wir ganz, ganz viel Spenden aus der Bevölkerung bekommen. Und wenn du Lust hast, Pantera, diese Idee, diesen neuen Lebensraum für unsere Katzen zu unterstützen, dann freuen wir uns natürlich auch da über eine Spende. Alle weiteren Informationen findest du bei uns auf unserer Website dazu. Wenn auch ihr noch mehr über Pantera und unsere Baustelle erfahren möchtet, dann besucht doch unsere Webseite auf www.zoo.ch/pantera.